Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich Gerald Loacker von den NEOS. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Hohes Haus. Also es geht um einen Beschluss aus dem Jahr 1992, als man sich durchgerungen hat, das Pensionsantrittsalter der Frauen an jenes der Männer anzugleichen, in einem 40-jährigen Übergangszeitraum. Und weil der Kollege Kotzer den Vertrauensschutz angezogen hat, ja, 40-jähriger Übergangszeitraum. Und seit diesem Beschluss 1992 hat die Pensionsversicherungsanstalt die Beratung der Frauen immer nach der gleichen Logik gemacht und hat gesagt, wenn sie am 15. Dezember Geburtstag haben, dann ist ihr Pensionsstichtag der 1. Jänner und daher sind sie von der Regelung mit 1. Jänner betroffen. Das war immer klar. Und das, was jetzt hier geändert wird, geht in die andere Richtung und nimmt diese Dezembergeburtstage und die Juni-Geburtstage aus und zieht diesen Pensionsantritt für die Leute um ein halbes Jahr vor. Und genau deshalb, Kollege Kotzer, müssen Sie die Altersteilzeitregelung anpassen, weil sich die Leute eigentlich darauf verlassen haben, dass sie 6 Monate später in Pension gehen. Also der Vertrauensgrundsatz geht genau in die andere Richtung als Ihre Argumentation. Sie widersprechen sich da leider selbst. Und jetzt kann man sagen, na gut, dann gehen Sie halt 6 Monate früher in Pension. Das sind 10 Jahrgänge, die jeweils zu einem Sechstel, nämlich die Geburtstage im Dezember und im Juni, gehen 10 Jahrgänge von 24 bis 33 sind 10 Jahrgänge. Kollegin Belakovic, und davon ein Sechstel, weil es 2 Monate sind, die betroffen sind, gehen entsprechend früher. Und das kostet, dieses Paketlein kostet gemütlich 1 Milliarde Euro. Darf man schätzen. 1 Milliarde Euro. Haben wir ja. Macht ja nichts. Wir legen ja ins Pensionssystem eh nur jedes Jahr 25 Milliarden hinein. Also das ist das Geld der Jungen, das da verblasen wird. Und dann regt man sich auf, speziell auf der linken Seite, dass die Frauenpensionen niedriger sind. Ja, weil die Frauen auch mit 20% weniger Beitragsmonaten in Pension gehen. Und jetzt verlängern sie diesen Zustand, in dem die Frauen mit weniger Monaten in Pension gehen. Das ist ihr Verdienst und das Verdienst der Regierung hier. Und jetzt kommt der absurde Antrag vom Kollegen Muchic. Also wenn man einen logikfreien Antrag nehmen will, dann nimmt man den von Beppo Muchic. Jemand, der im Jänner in Pension geht, dessen Pension ist 12 Monate lang der Inflation unterlegen und daher kriegt er am 1. Jänner eine volle Pensionserhöhung. Wenn ich im Dezember in Pension gehe, dann ist meine Pension erst einen Monat lang der Inflation unterlegen. Natürlich kann ich dann nicht am 1. Jänner eine volle Inflationsabgeltung bekommen, weil die Pension ja erst einen Monat alt ist. Also wie absurd kann man denken? Und diese absurde Denkweise des Beppo Muchic hat ja leider der Herr Minister umgesetzt mit der Regierungsmehrheit, weil wenn Sie im Dezember 22 in Pension gegangen sind, haben Sie 2,9% Pensionserhöhung bekommen am 1. Jänner. Sie waren leider dumm, falls Sie sich entschieden haben für einen Pensionsantritt am 1. Jänner 23, waren Sie ein bisschen blöd. Wären Sie einen Monat früher gegangen, hätten Sie jetzt nämlich mehr. Tut mir leid für Sie, das ist Ihr Pech. So diese Pensionspolitik der Geschenke, die hier gemacht wird von der ÖVP, ein bisschen abgemildert, von den Grünen und von den Roten sowieso. Diese Verteilpensionspolitik bestraft immer die, die mehr arbeiten und belohnt die, die möglichst früh in Pension gehen. Und das ist ein Fehlanreiz, von dem müssen wir wegkommen, nämlich im Sinne derer, denen wir hoffentlich in 30, 40, 50 Jahren auch noch eine vernünftige Pension gönnen. Und zur geblockten Altersteilzeit. Was heißt denn geblockte Altersteilzeit? Geblockte Altersteilzeit bedeutet, Sie arbeiten 2 Jahre voll, 2 Jahre gar nicht und bekommen 75% bezahlt. Und wir nehmen Geld der Arbeitslosenversicherten in die Hand, um mit diesem Modell Menschen 2 Jahre früher aus dem Arbeitsmarkt herauszukaufen. Wie gescheit ist das in Zeiten von Arbeitskräftemangel, die Frauen 6 Monate früher in Pension zu schicken und mit der Altersteilzeit zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen, um mit der geblockten Altersteilzeit gesuchte Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt hinauszukaufen. Und jetzt hat sich die Regierung verständigt, okay, wir werden die Altersteilzeit, die geblockte, auslaufen lassen ab 2030. So. Alle Experten sagen seit Jahren, schafft's bitte diesen Unfug ab.
schafft diese geblockte Altersteilzeit ab. Ja, wenn man jetzt zum Schluss kommt, die ist ein Unfug, dann schaffe ich sie nicht ab 2030 ab, sondern am 01.01.24 ist die weg, außer die Vereinbarungen, die bis zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen sind, Ende der Durchsage. Und darauf richtet sich mein Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft wird aufgefordert, dem Nationalrat schnellstmöglich eine Gesetzesvorlage vorzulegen, die eine Abschaffung der geblockten Altersteilzeit mit 01.01.24 vorsieht. Dankeschön. Gerald Lorca, der Sozialsprecher der NEOS, war da. Er spricht von einer Pensionspolitik der Geschenke, die arbeiten würden bestraft werden. Und er bringt einen Entschließungsantrag ein. Er möchte, dass der, Zitat, Unsinn geblockte Altersteilzeit rasch aufgehoben werde, und zwar mit dem 01.01.24.